Befassen, wenn du den da vor dir irgendwo hast. Yep. Also wie gesagt, ich habe jetzt nur aus dem englischen Wiki, da man sich im Deutschen anscheinend zu fein war, das ordentlich einzutragen. Da habe ich jetzt die Datenbank-Einträge und ich hoffe mal, dass ich es so passend übersetze. Federico Auditore. Im Tag der Geburt 1456. Oder besser gesagt, Datum des Gebotes auch geil. Berufe. Ja, Beruf und Nobel. Wird bei mir zumindest angezeigt. Also ich sehe ja nicht, was du gerade guckst. Ja, Nobel halt. Ist halt ein reicher Bengel, der hat keinen Beruf. Ezes älterer Bruder und der ältere Auditore Federico. Gott, ey, Google-Übersetzung ist echt so ein Meisterwerk. Ich habe eine Beste. Ja. Kam in die Bank der Medici als Angestellter, als er 19 war. Warum bin ich nicht überrascht? Ihr seid ganz schön. Doch, Alter, ey, was ist denn das für eine Übersetzung? Doch, mir wird angezeigt, ob die Bankprotokolle zeigen, eher meist um ihr Ticket, als tatsächlich funktioniert. Meisterwerk. Bist du mal lieber? Hä, was? Das war's. Bist du mal lieber Datenbank-Eintrag oder ist der Schüler weg? Der ist schon lange weg. Außerdem ist die Steuerung total komisch. Ich weiß nicht. Ich sollte die, glaube ich, mal umstellen gerade. Kam in der Zwischenzeit noch ein Datenbank-Eintrag? Ja, der Arzt. Also die Ärzte. Das kannst du jetzt nicht geben, weil am Anfang kommen ihm viele Datenbank-Einträge und ja. Klick dir einfach alle mal an und zeig dir mal kurz, wie die Leute selbst lesen können, weil Google-Übersetzung. Nee, der klingt ihm zu bekloppt. Da war ich gerne. Ja. Du könntest einfach nur aus Fun die Google-Übersetzung so vorlesen, wie sie da steht. Das wäre, glaube ich, sau lustig. Aber die Leute erfahren dadurch ein bisschen Informationen und haben noch was zum Lachen. Also von daher. Okay, bei mir steht: Ein Eintrag ins Detail geht. Am 17. September 1457 eine Tüte Goldgulden vermisst. Nach Panik schlug die Bank der ältere Auditore näherte Francesco Sassetti und mit einem Lächeln offenbart sich die Position der Tatsache. Der Tasche, die auf dem Dach versteckt worden war, wenn er wären. Medici, der Sohn von Giovanni Auditore, würde ich an Lorenzo besprechen, habe dir den Stopp zu setzen. Wenig Überraschung wurde Federico von der Gehaltsliste der Bank kurz aus seinem 20. Geburtstag entfernt. Oh, das war so mal ansatzweise korrekt übersetzt. Ich schäme mich fast ein bisschen. Okay, Datenbank-Einträge, Arzt. Wo ist es? Hey. Komm jetzt, hier entlang. Wohin gehst du? Wart ab. Da, Doktor. Doktor ist so. Okay, dann lese gerade mal die Doktoren vor, solange schaue ich mir mal hier die Aussicht an. Diagramme des menschlichen Körpers in der Druckmaschine beeinflusst Renaissance-Medizin stark, was wiederum von der arabischen Medizin im Mittelalter geprägt worden war. Im 15. Jahrhundert, Wissenschaft hatte bereits seinen langsamen Ausstieg in Richtung zu Leben den Spirituellen im Bereich der Gesundheitsversorgung begonnen. Doch viele Menschen hartnäckig hielt sich an alte Wege, besuchte der lokalen Mystiker statt Ärzte. Nachdem die Pest verwüstet Europa im Jahre 1350 in Sonderpestegang gekleidet, viele Ärzte Patienten zu behandeln. Um Vorreinigung zu vermeiden, trugen sie einen Umhang in Wachs geschichtet und eine primitive Gasmaske in der Form von einem Schnabel. Ja, der letzte Teil war ansatzweise korrekt übersetzt. Also ich will zu machen, klickt doch einfach mal die Datenbank-Einträge an. Wusch einmal runter, dann sieht halt einmal das Richtige und das der Schrott, der mir hier angezeigt wird. Ja, gut, ich muss halt erst noch gleich die Steuerung mal umstellen, wenn ich die Mission hier rum hab. Ja. So, jetzt kommt erstmal Zwischensequenz. Das Beste möge es sich nie ändern. Und möge es uns nie ändern. Ubisoft präsentiert. Assassin's Creed 2. Diese Musik finde ich aber ziemlich geil. Genug davon. Wir sollten wirklich nach Hause. Gehen wir. Warte. Was? Ezio. Lass Christina schlafen.
Dafür bleibt schon genug Zeit nachher. Oh, wir besuchen Christina. Was wird Klo? Nicht Claudio. Oh mein Gott, no. Ja. Warte mal, ich mach mal kurz einen Cut, damit ich mal die Steuerung ein bisschen umstellen kann. Bis gleich. Okay, weiter geht's. Und wir gehen jetzt zu Christina. Ach, ist das wichtig? Das Spiel wäre perfekt für Claudio. Alles überpowert die Italiener hier. Mir ist mal gerade so aufgefallen, ich habe glaube ich gar nicht. Warte, das muss ich vielleicht noch schnell machen. Loot aktiviert? Ich habe die Renntaste habe ich irgendwie komisch gelegt. Also ja, wegen der Datenbank-Einträge. Ist gerade eingefallen, ich habe ja Assassin's Creed 2 hier, also ich lese jetzt einfach mal von dem ab, was bei mir angezeigt wird. Wo kann man denn rennen? Wo macht man das denn? Rennen. Ist doch im Prinzip die A-Taste gedrückt halten, oder was? Ich muss ja sagen, ich finde diese Datenbank-Einträge ziemlich cool, weil vor dem Finale jetzt stört es da, da man so richtig von der Atmosphäre gepackt wird, aber da lernt man eben richtig viel über hier die damalige Zeit, oh, über englische Songs erzählen. Ich komme mit der Steuerung gar nicht klar, hier ist voll verkorkst mit dem Controller, was haben die denn da für eine Scheiße gebaut? Na gut, ich dachte schon Cutscene, also mein Spiel hört man jetzt im Hintergrund nicht, oder? Nee, hört man nicht. Alter, fuck you. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Wollt ihr mich verarschen? So, also, ich hab's ja gerade. Steuerung anpassen. Jetzt während Daniel noch am Suchen ist, denn ich hab jetzt hier endlich mal die richtigen Datenbank-Einträge und muss jetzt natürlich noch den Typen raussuchen. Modus auffällig, Moment. Ja, Frederico und Vogel, Geburtsjahr 1556, Berufsschüler Adliger. Frederico ist Ezos älterer Bruder und der älteste Vitorio. Im Alter von 19 Jahren trat er als Angestellter in den Dienst der Medici Bank. Den Protokollen der Bank zufolge hat er allerdings lieber Unfug gemacht, anstatt ordentlich zu arbeiten. Ja, ein Praktikum. Katzchen läuft? Nope, nicht mehr. Nicht mehr, auch gut. Nee, aber war keine lange Cutscene, also es wurde nicht viel geredet. Ach, okay. Also, dass ich jetzt hier mal Cutscene drüber labe, lässt sich ja dank dieser tollen die Option, dass man jetzt dass ich jetzt hier keine Bildschirmübertragung haben kann, nicht vermeiden. Ich bin eh noch an der Steuerung ein bisschen am rumschrauben, weil irgendwie so richtig habe ich es noch nicht. Ein Eintrag beschreibt, dass im Detail am 17. September 1475 überstand ein Beutel voll Goldchlorin. Nachdem Panik in der Bank in sich gegriffen hatte, ging der ältere Auditore zu Francesco Sassetti und teilte ihm mit einem Lächeln, dass die Beutel auf dem Dach versteckt lag. Wenn er nicht der Sohn von Giovanni Auditore wäre, würde ich mit Lorenzo de Medici sprechen und ins Lager stecken. Es ist keine Überraschung, dass Federico kurz nach seinem 20. Geburtstag von der Geizliste der Bank gestrichen wurde. Okay, jetzt fehlt noch. Oh, Mensch. Anatomische Studien des menschlichen Körpers und die Druckerpresse hatten einen großen Einfluss auf die Medizin der Renaissance, wiederum wie man das älteste von der arabischen Medizin beeinflusst wurde. Im 15. Jahrhundert hatte die Wissenschaft bereits damit begonnen, im Gesundheitswesen den Einfluss der Spiritualität abzulösen. Trotzdem hielten viele Menschen weiterhin trotz ihrer alten Tradition fest und suchten lieber lokale Mystiker als Ärzte auf. Nachdem die Pest Europa im Jahre 1348 heimgesucht hatte, kleideten sich viele Ärzte und Patienten zu behandeln in einem besonderen Pestanzug. Um eine Ansteckung zu vermeiden, trugen sie einen gewachsenen Umhang. Hat ein primitives Stammvögel die Gasmaske. Ende. Ich hätte es wissen müssen. Darf ich reinkommen? Gut, aber nur eine Minute. Mehr brauche ich auch nicht. Ich weiß. Warte, das meinte ich eigentlich nicht. So, gehen wir mal Christina besuchen, dann kommt bestimmt auch gleich der Datenbank-Eintrag von der drin. Komm her. Oh, Ezio. Das sieht komisch aus. Aha, oh, was für Brüste.
so dämlich. Okay. So viel dazu. Was? Ah ja, der gute Ezio Christina. War gerade... Oh. Am Pimpern. Oder wie? Ein Hauslehrer kommt bald. Komm, meine Tochter. Ist es denn wirklich so schlimm, dass... Filiodoncane, was soll das? Perdonate, Messere. Bitte verzeiht. Ich bring dich um. Doch, bitte. Das ist nicht nötig. Wache, wache. Bringt mir seinen Kopf. Schlecht ihm die Beine. Es gibt absolut keinen Grund für Gewalt. Ah, oh, shit, den kann ich nicht. Okay, kann ich schon den Datenmarkeintrag? Scheiße, hab ich das gar nicht drauf geachtet. Guck mal, aber bei Christina, der Datenbankantrag. Ja, Christina Vespucci, Geburtsjahr 1455, Berufsschülerin, Adlige. Christina Vespucci war eine stark bekannte floristische Schülerin, ein Lieblingsmotiv der Maler. Allen voran Buddy Kelly, der sie in vielen seiner Bilder malte. Hauptsächlich in der Wachen ihres Vaters sollten an, dass Eats sie häufig besuchte und dass er unwahrscheinlich geschickt gewesen sein musste, als sie ihn nie stoppen konnten. Außerdem war sie wohl verantwortlich für die Beschleunigung der Karriere ihres Cousins, den Amstel eines recht berühmten Kontinents. Bei einer Dinnerparty, die unter anderem von Christina und auch Lorenzo de' Medici besucht wurde, soll sie ein Gespräch mit diesem und Manfredo Sugirini über das Siegelkönig ihres Cousins geführt haben. Cutscene? Nee. Ich wollte erst noch fertig reden, bevor ich die Cutscene... Anscheinend übertrieb sie leicht Lorenzo, der von ihrer Schönheit betört war, erklärte sich dann auch bereit, ihren Cousin anzustellen. Versuch es mit Amerigo. Ich wette, dass ihr eure Schiffsart, die ihr in ein paar Jahren nach ihm benennen werdet. Und die größte Übertreibung des Jahrhunderts. Untertreibung des Jahrhunderts. Okay. Gut, dann starte ich jetzt die nächste Mission. Und da haben wir Giovanni Auditore, aber ich mache jetzt erstmal Mission. Guten Morgen, Vater. Komm mit mir. Stimmt etwas nicht? Hältst du mich für taub und blind, Sohn? Ich weiß alles über deinen Kampf mit Viere di Pazzi und den kleinen Besuch bei Christina letzte Nacht. Dein Verhalten ist untragbar. Es erinnert mich an mich selbst in deinem Alter. Ich nehme an, dass deine Ausschweifungen deine Arbeit heute nicht behindern. No, Padre. Ihr habt mein Wort versprochen. Ich habe hier einige Dokumente für Lorenzo de' Medici vorbereitet. Du musst sie ihm überbringen. Ich eile, Vater. Komm wieder, wenn es erledigt ist. Ich muss ein paar wichtige Dokumente zu Lorenzo de' Medici bringen. Ja, Giovanni Auditore hatte ich als Datenbankeintrag. Lies du mal vor, wer das ist, damit die Leute das wissen. Okay. Giovanni Auditore, Geburtsjahr 1436, Beruf Bankier, Berater, Adiger. Giovanni Auditore war eine der Schlüsselfiguren des florentischen Bankwesens im 15. Jahrhundert. Als Verantwortlicher für die Zweigstellen der Medici-Bank in ganz Italien hielt er die Medici-Maschinerie am Laufen, solange Lorenzo mit Regieren beschäftigt war. Als er seinen Einfluss auf internationale Geschäfte ausübte, war Giovanni, der als erster die Probleme mit der Bank von Lyon bemerkte und Francesco Sassetti alarmierte, der die zwei Zweigstelle schließlich rettete. Eine solch große Begabung und natürliche von Magnifico bemerkt und belohnt. Zwischen Giovanni und Lorenzo de' Medici entwickelte sich eine enge Freundschaft, und Giovanni wurde zu einem seiner engsten Berater. Giovanni führte im Jahr 1471 erfolgreiche Verhandlungen, um die Unterstützung des Papstes für die Medici Bank zu sichern. Lorenzo war erleichtert und dankbar. Als Dankeschön finanzierte er Giovannis Palazzo. Okay. Das ist alles, was man über den Vater von Ezio weiß? Ja. Ja, der Rest wird ja erst noch im Spiel gesagt. Also, wann gedenkst du denn aufzunehmen, bis du Auditore will, oder? Hä? Bis wann gedenkst du denn so aufzunehmen, also wie lange? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mal gleich gucken. Ah, Ezio, ben trovato. Wie geht es euch? Wie immer. Ich habe einen Brief für Signor Lorenzo. Ich werde ihn überreichen, sobald er wieder da ist. Wieder da? Sie sind zur Villa Careccia. Ich? Und Sie werden nicht vor morgen zurückerwartet. Ich werde es ausrichten. Okay.
Oh, 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 die Typen wollen aufs Maul. Ich liebe es, diesen Typen aufs Maul zu hauen. Okay. Welche unglaubliche Preise ich euch biete, verehrte Kunden. Du könntest mal den Datenbankeintrag über die Schneider vorlesen, der kam nämlich gerade eben auch rein. Okay. Damit die Leute wissen, wer die Schneider sind, weil die wollen das unbedingt wissen, wer die Schneider sind. Schneider. Der Schneider. Unter den Händlern der Renaissance gehört Schneider zur neuen Mittelklasse. Sie wurden gut bezahlt dafür, dass sie die Reichen nach der neuesten Mode erkettelten. Vielen gelang es aufgrund des intimen Charakters ihrer Arbeit, eine enge Beziehung zu ihren Kunden aufzubauen und langanhaltende Bindung zu schaffen. Also bei Schneidern, wenn ich mich richtig erinnere, kannst du deine Kleidung und so weiter alles einfärben. Genau. Ja. Also, wie gesagt, in Teil 2 gibt es eben auch mehrere Fraktionen und jede Fraktion entweder hat sie eine Funktion im Spiel oder sie hat eben keine. Weil in Teil 1 gab es ja eben hier. Gab es noch was ähnliches? Es gab einmal die Partisanen, die dir geholfen haben, und dann die Scheißbettler, die dir nicht geholfen haben. Ja, die Scheißhaufen da. Ja, und die Bettler sind jetzt in Teil 2 weg. Da hebst du die Gitarrenspieler. Die laute Spieler. Ja, oder was weiß ich, irgendwie, keine Ahnung, überflüssiger NPC. Den Pling-Pling-Pling-Spieler. Genau. So, wir sind schon wieder in der Villa Auditore, dann gucken wir doch mal, was unser Vater sozusagen hat. Villa Auditore? Du meinst wohl Palazzo? Palazzo, was weiß ich. Das Ding in Florenz halt. Nicht das andere, wo wir später noch hinkommen. Egal. Schön weiterarbeiten. Bischero. Ah, mein Sohn. Du kennst meinen Freund Uberto. Guten Morgen, Confaloniere Alberti. Wünsche ich dir auch, junger Mann. Du hast meine Nachricht abgeliefert? Si, Padre. Aber scheinbar ist Lorenzo nicht in der Stadt. Das habe ich nicht erwartet. Was macht das schon? Dann wartest du noch ein, zwei Tage. Hör mal, deine Mutter und Schwester haben nach dir gesucht. Ich werde dich bald brauchen. Aber schau, ob du ihnen nicht helfen kannst. Seid ihr sicher? Ja, nun, würdest du uns entschuldigen. Es war nett, dich zu sehen. Dieser fette Wichser. So. Okay. Zudem, wem es noch nicht aufgefallen sein sollte, hier Ezio wird auch noch von Markus Pfeiffer gesprochen, also der Typ, der auch Desmond und Alter Ian in der deutschen Version spricht. Sollen wir zu unserer Schwester? Zu unserer Mutter? Oder, keine Ahnung, was... Zu der Schwester, da möchte ich auch gleich noch was zu erzählen, wegen Brotherhood. Ja, mach hier erstmal Claudia Auditore, lies die mal vor. Gleich, warte gleich. Hey, Claudia, wie geht's dir? Ganz gut. Du sollst mir doch nichts vor...